Hallo, 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 liebe Freunde. Na, wie geht's euch? Ja, und willkommen hier an diesem Freitagabend, Freitag, dem 13., zu einem spontanen kleinen Stream. Wie geht's euch? Ich hab's mir gemütlich gemacht. Draußen regnet es. Der Regen prasselt gegen die Fenster. Hier drin ist es schön kuschelig. Ich hab mir ein Duftstäbchen angemacht. Ich habe mir einen Tee gemacht in einem mittelalterlichen Krug. Aber noch sehr heiß. Moment. Sehr heiß. Ja. Und ich dachte mir, oh, heute mache ich mal wieder einen gemütlichen Stream. Außerplanmäßig aus der Reihe. Irgendwie war mir nach einem cozy Stream. Und die gute Wunderkarotte, die mich diese Woche besucht hat, zusammen mit dem Mupsel, Grüße gehen raus, die hatte vor einer Weile Tavern Talk vorgeschlagen. Das ist so ähnlich wie Coffee Talk, nur halt nicht in einer in einer Cyberpunk-Stadt, in der man das einzige kuschelige Café hat. Nein, man ist der Leiter einer Taverne in einer Fantasy-Stadt. Und weil ich nicht direkt das Spiel kaufen wollte, ohne es zu testen, habe ich mir gedacht, hey, wir testen heute mal die Demo. Ist das nicht schön, wenn Spiele noch Demo-Versionen haben, spielbare Demo-Versionen? Wann gibt's das schon? Und Tavern Talk hat tatsächlich eine Demo und ich denke mir, die probieren wir gleich mal aus. Was meint ihr? Ich bin dafür. Ich habe es auch schon mal runtergeladen bei Steam. So, und dann starten wir Tavern Talk. Talk. Okay, ich muss noch gerade. Das kommt dahin. Greenscreen an. Und los geht's. Oh, sogar in Deutsch. Und der Greenscreen. Moment. Mäh. Hallo Saphira und willkommen im Stream. Wie geht's dir? Willkommen zu einem außerplanmäßigen, kuscheligen, cozy Stream. Heute an diesem verregneten Freitag, dem 13. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Oh, die Musik ist schön. Dann drücke ich mal eine beliebige Taste. Gehe ich mal in die Einstellung. Ist das Spiel zu laut oder ist es in Ordnung? Ich mache es ein bisschen leise mal. So, das passt, das passt. Okay, gut. Dann starten wir doch mal das Spiel. Mir geht's gut. Endlich ist draußen mein Lieblingswetter. Ja, Herbstwetter, Regen, Regen ist toll. Ist nun ein bisschen kalt geworden, tatsächlich schon. Ich musste hier eben auch mal ganz kurz den Heizer anmachen, weil es hier drin nur 17 Grad waren. So schnell schon. Okay. Ich muss meine
zierliche Elfenstimme finden. Hallo? Hoho! Moment. Hallo, Gastwirt. Wie geht es euch? Alles in Butter? Kann nicht klagen. Und bei dir, Fable? Alles in Butter? Ja, alles in Butter. Mein Tag war sehr aufregend. Sehr, sehr aufregend. Warst du auf Abenteuerreise? Besser noch. Ich habe einen Hainspaziergang unternommen und dabei einen umgefallenen Pilz neu eingepflanzt. Dann habe ich geduldig gewartet, ob er sich in ein Pilzmonster verwandelt. Oder ein Pilzmimik. Oder ein Gnom. Und? Hat er das? Nein. Aber ich konnte einen weiteren Hainspaziergang einlegen. Und wie war es? Es war großartig. Ich habe mir alles noch einmal angesehen. Dieselben Steine, dieselben Bäume. Dieselbe Amaranthene Hydra, die den Eingang nach Avalon bewacht. Dasselbe Moos. Ich kam sogar dazu, die Astern zu gießen. Nicht, dass sie es gebraucht hätten, aber wo ich schon einmal da war... Moment, ich muss einen Schluck trinken und die Zunge lockern. Ich muss jetzt, glaube ich, viel lesen. Ich kam sogar dazu, die Astern zu gießen. Nicht, dass sie es gebraucht hätten, aber wo ich schon einmal da war... Das klingt aufregend. Wem mache ich was vor? Mein Leben ist ungefähr so aufregend wie eine Nuss. Nüsse sind gesund. Und man kann sie nutzen, um Soßen aufzupeppen, als Snack. Und es gibt so viele Arten. Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Oh. Nun ja, das wusste ich nicht. Oh nein, mach dir keine Sorgen. Ich habe es dir ja nie erzählt. Und immerhin würde etwas passieren, wenn ich eine Nuss essen würde. Nur halt nichts Gutes. Glaubst du, ein anaphylaktischer Schock zählt als ein Abenteuer? Nein, ich glaube, das zählt eher als ein Fehler. Also, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass dir etwas Würze fehlt? Oh nein, 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 ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Chilis würden das noch schlimmer machen, glaube ich. Aber ich bin sehr gut darin, Phönix-Chilis anzubauen. Ich meinte eigentlich eher etwas Würze in dein... Achso, falsche Stimme. Ich meinte eigentlich etwas Würze in deinem Leben. Ach, das meintest du. Ja, genau. Es gibt einfach keine Chilis in meinem Leben. Kein Knoblauch, keine Drachen. Nur eine Menge Salz. Im Moment bin ich wie eine fahle Suppe. Ich verstehe schon. Dir ist langweilig. Also, tatsächlich finde ich das Writing bisher wesentlich schlechter als bei... Coffee Talk. Und ihr? Wie wäre es mit Zwiebeln? Denn die sind wie Oger oder so. Oger haben Schichten. Zwiebeln haben Schichten. Wicker. Wicker hat auch Schichten. Kennst du das, wenn in deinem Leben überhaupt nichts passiert? Mein Leben ist wirklich nicht schlecht oder so, aber es ist auch nicht besonders unterhaltsam. Versuch doch einfach, deiner Suppe einen gewissen Pfiff zu verleihen.
Was? Drama, Schwung, Aufregung, das gewisse Etwas. Du weißt schon. Geh ins Theater oder auf einen Ball. Und geh nicht einfach hin, sondern flieg in einem Heißluftballon dahin. Ein Heißluftballon? Aber die fliegen ziemlich hoch, oder? Ja, genau darum geht es doch. Wicker. Es geht um Wicker. Du Knuddel. Kannst du auch da auf das Fell kuscheln, Wicker? Komm, ich mach dir das Fell. Oder auch nicht. Und ich habe Höhenangst. Und ich mag keine Menschenmengen oder Schauspieler. Aber ich gebe mein Bestes. Ich habe Singen geübt. Aber was ist Singen anderes als Geschichten erzählen im Takt? Wie kann ich über etwas singen, das ich nie erlebt habe? Was meinst du damit? Nun ja, ich lebe jeden Tag die gleiche Routine, als würde man jeden Tag die gleiche Suppe essen. Ich meine, ich kümmere mich um meinen Wald, aber ich will darüber hinaus wachsen, Abenteuer erleben. Also zum Beispiel, lass mich dir etwas vorsingen. Ich habe dieses Lied selbst geschrieben. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Okay, jetzt das eigentliche Lied. Ein Held, das will ich sein und drachenstark bezwingen. Mit einer Nymph an meiner See, an meinem See, Momente schön verbringen. Für mich klingt das nach einem wirklich guten Liedanfang. Oh, findest du? Wirklich? Nun, ich schätze, der Rhythmus ist schon einmal gut. Aber im Lied selbst passiert einfach nichts, weil ich nur warte und hoffe, dass irgendetwas passiert. Ich habe ja niemals eine Nymphe getroffen, Schniff. Ich weiß nicht einmal, was sie den ganzen Tag lang so treiben. Buchhaltung, hauptsächlich Buchhaltung. Vielleicht machen sie ihre Steuererklärung. Ha, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Oh, wie geil. Ich meine, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sie das wirklich, dass das jetzt kommt. Vielleicht machen sie ihre Steuererklärung. Nein, das glaube ich nicht. Daraus könnt ihr gerne einen Clip schneiden. Oh. Wie gerne sänge ich über all die aufregenden, magischen Dinge, die ich auf meinen Reisen sah. Aber das Aufregendste in meinem Leben ist, wenn ich bei dir einen neuen Drink probiere. Und darüber kann ich nicht wirklich viele Lieder schreiben. Doch, gibt doch Sauflieder. Aber gegen eine kleine Werbemelodie hätte ich nichts. Wicker, nicht den PC ausschalten. Nein, nein. Komm, ich geb dir mal ein Leckerli. Ich geb dir mal ein Leckerli. Die hat schon wieder so am Ausschalter rumgetapst.
los. Na, komm her. Ach so, wie hieß der Satz, den ich sagen sollte? Du hast mir noch gesagt, dass ich irgendeinen Satz sagen muss, damit meine Videos auf Stream Clips Germany oder wie das Ding heißt kommen. Das hat sie mir sogar im WhatsApp geschrieben, glaube ich, oder im Discord. Egal, wir machen mal weiter. Gegen eine kleine Werbemelodie. Ah, da kommt's. Hiermit erlaube ich Stream Clips Germany, meine Clips zu verwenden. Wobei, jetzt mache ich mal auf. Ja. Okay. Ja. Moment. Hiermit erlaube ich Stream Clips Germany, meine Clips zu verwenden. Jo. Und weiter. Nee, da. Ich überlege mir was. Können Nymphen darin vorkommen? Lieber nicht. Na gut. Vielleicht kann ich eines Tages eine Werbemelodie für sie schreiben. Bis es soweit ist, kann ich dich für einen Drink begeistern. Oh ja, ein Drink wäre jetzt genau das Richtige. Das Übliche? Ja, bitte. Damit meine ich einen schnellen Schluck, nur falls du es vergessen hast. Danke für die Erinnerung, Fable. Ach so, falsch. Damit meine ich einen schnellen Schluck, nur falls du es vergessen hast. Danke für die Erinnerung, Fable. Das ist mein Lieblingsgetränk. Wenn ich es trinke, dann muss ich immer an eine federleichte Nymphe denken, die unbeschwert über die Wogen eines Sees tanzt. Moment. Möchtest du mit einer Nymphe tanzen oder möchtest du wie eine Nymphe tanzen? Beides. Aber vor allem möchte ich einen schnellen Schluck. Vika, das ist immer noch kein Kratzbaum. Nicht den PC ausschalten. Vika! Vika! Und da bin ich wieder. Okay, dann starte ich mal das Spiel neu.
Ja, danke schön, danke schön. Ach ja, Katzen. Oh, hoffentlich hat das jetzt gespeichert. Das scheint ein deutsches Spiel zu sein. Das wurde von den Bayern gesponsert. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also den Grafikstil. Den Grafikstil und alles finde ich sehr ansprechend. Die Musik finde ich auch richtig schön. Die Dialoge und das Storytelling, das Writing gerade bisher echt unterirdisch. Skip, 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 skippy, skippy, skippy-di-di-do. Skippy, skippy, skippy-di-do. Ja. Anaphylaktischer Schock. Das passt so überhaupt nicht zum Fantasy-Setting. Hab's eingereicht. Mal sehen, wann mal ein Clip durchkommt. Ah. Du bist süß, Karotte. War echt schön, dass ihr beiden da wart. Das Übliche? Ja, bitte. Damit meine ich einen schnellen Schluck, nur falls du es vergessen hast. Danke für die Erinnerung, Fable. Das ist mein Lieblingsgetränk. Wenn ich es trinke, dann muss ich mal an eine federleichte Nymphe denken, die unbeschwert über die Wogen eines Sees tanzt. Moment, möchtest du mit einer Nymphe tanzen oder möchtest du wie eine Nymphe sein? Ach nee. Möchtest du mit einer Nymphe tanzen oder möchtest du wie eine Nymphe tanzen? Beides. Aber vor allem möchte ich einen schnellen Schluck. Verstanden. Ja? Ich möchte gerne etwas fragen. Ich bin jetzt schon so lange dein Gast, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie du deine Drinks überhaupt machst. Könntest du es mir zeigen? Natürlich, Tutorial. Ganz normale Gespräche, die man so hat im Leben. Tutorial. Wie oft habt ihr im Leben schon... Ach, egal. Wirklich? Na klar. Was muss ich machen? Brauche ich eine Schürze? Oder muss ich einen Familiar beschwören? Wie beschwört man einen Familiar? Folgt mir einfach. Willkommen in meiner kleinen Trankmix-Ecke. Oh Gott. Oh, ist das süß? Ist das süß? Achso, Moment. Wie fangen wir an? Normalerweise finde ich zuerst einmal heraus, was meine Kunden möchten. Und um sicherzugehen, dass ich ihre Bestellung nicht vergesse, schreibe ich alles in mein Notizbuch. Sehen wir uns das doch einmal an. Oh, du hast meine Bestellung angeheftet.
Genau. Wenn ich mir die Bestellung genauer ansehen will, dann schaue ich einfach im Protokoll nach. Und wenn ich weiß, was ich zubereiten soll, dann schaue ich mir meine Rezepte an. Kannst du nicht einfach improvisieren und schauen, was funktioniert? Nein. Manchmal, ja, da experimentiere ich ein wenig, aber die richtige Balance ist wichtig, also halte ich mich da schon an meine Rezepte. Wenn ich mich entschieden habe, kann ich das entsprechende Rezept mit Kreide an die Tafel malen. Was, wenn du das falsche Rezept auswählst? Und falls ich mich umentscheide, kann ich es mit dem Schwamm löschen oder einfach ein neues Rezept auswählen. Meine Zutaten sind in den 5 Flaschen auf der rechten Seite. Wir haben Geschick, Intelligenz, Verteidigung, Stärke und Charisma. Geschick klingt am leckersten, finde ich. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Immerhin haben Elfen einen +2-Bonus auf Geschicklichkeit und -2 auf Konstitution. Wenn ich einen Fehler mache... Wenn ich einen Fehler mache oder meinen Drink aus anderen Gründen noch einmal neu mixen will, kann ich meine missglückten Drinks einfach an Andu verfüttern. Ich mache kurz ein Fenster auf, irgendwie ist jetzt doch hier gerade ziemlich warm drin geworden. Und gefühlt hat das winzige Räucherstäbchen das ganze Zimmer eingenommen. Wenn ich fertig bin, dann läute ich diese Glocke hier, um einen primordialen Vortex zu aktivieren, der... Weißt du, ich glaube, die Details würden dich nur langweilen. Versuch's einfach mal, einen Drink zu mixen. Du schaffst das. Eisschnee. Anzeichnen. Eisschnee schützt vor körperlichen und Seele... Ach nee, den schnellen Schluck wollten wir, genau. Der schnelle Schluck lässt dich wie ein Blatt auf dem Wind tanzen. Der Geheimtipp für geschickte Abenteurer bietet Gewandtheit, Schnelligkeit und sensationelle Akkuratesse. Oh, und er schmeckt auch noch gut. Ideal, um selbst einem Zwerg im nächsten Kampf den Killcount streitig zu machen. Okay, jetzt ist er gar nicht mehr so süß, wenn er so den Mund aufmacht. Ach, so geht das. Okay. Ah, okay, das ist zu viel. Bitteschön. Okay. Noch ein bisschen hiervon. Okay, dann brauchen wir ein bisschen davon. Und ein bisschen hiervon. Hm.
Nee, das wird wieder nix. Bitte was? Nicht süß, sehe ich morgens aus, wenn ich den ersten Kaffee trinke. Na dann, Prost! Okay. Okay, fertig. Au, der Drink wird ja tatsächlich teleportiert. Natürlich, was hattest du erwartet? Bis zu den Augen ein Ebenbild von mir. Ich sehe schon. Ich dachte, du wärst einfach nur sehr gut in Taschenspielertricks. Verstehe. Na dann, probiere doch deine Kreation direkt aus. Das ist ja lecker! Und ich hab das gemacht! Das hast du. Danke, dass du mich hinter die Kulissen hast blicken lassen. Danke für deinen Enthusiasmus. Diese Abenteuer, von denen du träumst. Hast du denn keine Angst, dass dir dabei etwas passieren könnte? Ein wenig schon, aber wie soll ich über mich hinauswachsen, wenn ich es nie versuche? Und du bist dir sicher, dass du es wagen willst? Ja. Ich will epische Geschichten erzählen können, aber... Aber was? Nichts! Vergiss es! Oh, ein Drow-Schurke mit komischen SM, BDSM-Netzhandschuhen. Sie trinkt, ohne das Gefäß anzuheben. Bei Coffee Talk hat man das wenigstens gesehen. Ja. Hat die Netzhandschuhe gerade. Das ist so edgy. Kann ich dir helfen? Einen Drink. Für dich? Alles klar. Und was für einen Drink? Genießbar. Danke für diese spezifische Aussage. Wie wäre es mit einem Herzenssprecher? Etwas Charisma täte dir gut, denke ich. Meinetwegen. Okay, dann gucken wir mal. Ein Herzenssprecher. Die zahllosen Bläschen des Herzenssprecher werden deine tiefsten Gefühle an die Oberfläche tragen. Diese neu gefundene Ehrlichkeit, gepaart mit Selbstvertrauen und vielen offenen Worten, werden deine Überredungskünste in neue Höhen führen. Ein charismatischer Boost für Barden und emotional reservierte Individuen. Ah. Okay. Bisschen mehr. Und jetzt noch dit. Verschluckt. Der ist echt süß. Ach ja, das ist grün, Purpur-Tentakel. Wie cool. Das hier sollte bekömmlich sein.
Vielleicht sogar lecker. Okay, was haben wir hier noch? Da ist ein... Das ist der elektrische Pfannwender mit Seiten- und Backbordaufsätzen aus SpongeBob. Indy's Hut. Keine Ahnung, was das für eine Kette ist. Popotentakel. Oh, ich kann das Ding... Das sollte bekömmlich sein. Vielleicht sogar lecker. Danke. Es ertränkt beinahe die Erinnerung an die Banshee, die des Nachts die Lagune der Leere heimsucht. Ganz normaler Smalltalk mit dem Barkeeper. Und an ihr klagendes, zerstörerisches Lied der Qual. Aber nur fast. Okay. Ganz schön düsterer Zeitgenosse. Woran denkst du, Fable? Ach, nur Träume. Deine oder die Träume anderer Leute? Meine. Andere Leute scheinen den Mut zu haben, ihren Träumen zu folgen. Warum kann ich das nicht? Das liegt ganz bei dir, oder? Ich wünsche, dass der das. Mein Bruder sagt, dass meine Träume Spinnereien wären, dass ich von dem Ort wegrenne, an den ich gehöre. Wir sind Waldläufer-Fable. Wir gehören in den Wald. Wie die Bäche, die den Bach herunterlaufen, der Berg. Oder die Vögel in den Bäumen. Wir halten das Gleichgewicht. Das ist unsere Aufgabe. Und ist es das, was du tun möchtest? Ja, nein, nicht wirklich. Ich möchte Dinge außerhalb der Sicherheit des Waldes erleben. Ja, jetzt, wo ich einmal damit angefangen habe, kann ich dir nicht mehr normal sprechen. Ich möchte ein Leben, das so voller Abenteuer ist, dass Langeweile wie ein Segen scheint. Ich will mutig und stark sein. Und ich möchte Lieder über meine Abenteuer singen, die andere Leute dazu inspirieren, dieselbe Freiheit zu suchen. Natürlich könnte ich den Aschenhain nie für immer verlassen. Er ist meine Heimat. Aber ab und zu ein wenig zu reisen, kann doch nicht verkehrt sein, oder? Ich meine, mein Bruder hütet den Hain doch ebenso. Und meine Schwestern. Ich glaube, sie könnten auf mich verzichten. Dann solltest du tun, was dein Herz dir rät. Wird es dann endlich aufhören zu schmerzen? Oh, die geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich schätze schon, ja. Aber was, wenn es ein Fehler wäre zu gehen? Was, wenn das nicht mein Schicksal ist? Und was, wenn es genau das Richtige ist? Ach, das wäre schön. Fable, erfüll dir deine eigenen Wünsche. Du bist die wichtigste Person auf deiner Abenteuerreise. Und die beginnt bei dir selbst. Danke. Du bist der beste Teil meines Tages. Oh, das sieht ja schön aus bei Nacht. Und jetzt sagen wir es alle mal gemeinsam. Fucking Furries. Zum Gruß, Reisende. Wie kann ich dir helfen? Ist das hier eine Taverne? Ich schätze schon. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Kerlin. Oder Kerlin. Nenn mich Ker oder Lin. Mir gleich. Nett, dich zu treffen, Kerlin.
Was kann ich für dich tun? Darf es etwas zu trinken sein? Du machst doch diese Quest-Sache, oder? Und so sagt man, ja. Suchst du Arbeit? Achso, falsch. Du machst diese Quest-Sache, oder? So sagt man. Suchst du Arbeit? Du kannst gern mein schwarzes Brett ansehen. Nein, nicht für mich, aber für dich oder dein schwarzes Brett. Erzähl mir mehr. Hab gehört, dass ein Werwolf drüben in Targaryen Probleme macht, terrorisiert Bauern, reißt Schafe in Stücke. Das ganze Programm. Ein Werwolf? Das ist mir neu. Geht mir genauso. Hab fast 10 Jahre von keinem mehr gehört. Und das war weit im Süden, in Erover. Ich dachte schon, dass es vielleicht derselbe ist, der einfach weitergezogen ist. Wie ein Nomade. Ich dachte, der Hype um Werwölfe wäre zusammen mit dieser einen Romanreihe zu Ende gegangen. Brr. Ach, nee, meint, das war falsch. Ich dachte, der Hype um Werwölfe wäre zusammen mit dieser einen Romanreihe zu Ende gegangen. Brr, du meinst diese Vampirschnulze? Genau die. Ich schätze, hierbei handelt es sich um eine Twilight-Anspielung, die nicht... Ach Gott, das ist echt furchtbar, das ist das Writing. Ich muss mal gucken, irgendwo habe ich auch noch die passenden Seifenblasen. Dann könnte ich jetzt nebenbei auf meiner Seifenblasenpfeife Seifenblasen blasen. Aber wir wissen, jedes Seifenblasenblasende Seifenblasenbaby wird bis zur Besinnungslosigkeit geschlagen. Genau die. Nein, alles, was die bewirkt hat, war, die Welt in 2 Camps zu spalten. Team Werwolf und Team Vampir. Wie findet ihr das Spiel bisher so? Ich finde es hübsch, aber schlecht geschrieben. Zu welchem gehörst du? Welches Team seid ihr? Seid ihr Team Vampire? Bla bla bla. Oder seid ihr Team Werwolf? Ich habe zu viele Kinder. Mupsel ist Team Vampir. Was sagt der Rest? Etwas traurig und enttäuschend. Denn ich mache nie bla bla bla. Vampir. Okay, dann nehmen wir die Vampire. Vampir, ich mag keinen Hund am Bett. Okay, wir nehmen die Vampire. Ah, es sind die Fangzähne, stimmt's? Oh Gott, da leckt sie sich noch über die Lippen. Nein, eigentlich sind es die blasse Haut und die schwarzen Haare. Und ja. Hör auf, dir die Lippen zu lecken, das irritiert mich total. Weißt du, Vampir, das ist eigentlich der Ursprung der Big Titty Goth Girlfriends. Also, wir verstehen uns. Und jetzt hör dir auf, über die Lippen zu lecken, das irritiert total. Das bleibt mein Geheimnis. Du bist witzig. Ich mag dich. Dich fresse ich zuletzt. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Was ist mit dir? Vampire. Warum das?
Ich meine, du siehst ziemlich wölfisch aus. Wölfe sind meiner Art zu ähnlich und ich will dazu lieber etwas Distanz halten. Ist das der Grund, warum du das Werwolf-Problem nicht selbst lösen willst? Ja. Nein. Ich fürchte nur. Ich fürchte nur, dass er meinem Onkel Dragan ähneln könnte. Dann tät's mir leid, ihn umzulegen. Gekrümmter Rücken, haarig, schiefe Zähne, du weißt schon. Schwer zu sagen, ob das ein Werwolf ist oder nur Onkel Dragan. So ist meine Tante Olga gestorben. Tut mir leid, das zu hören. Muss es nicht. Die alte Hexe hatte es verdient. Aber wenn man die eigene Körperpflege nicht ernst nimmt, hat man direkt den nächsten Möchtegern Van Helsings mit Silberpfeilen am Hals. Das Pulitzer-Komitee hat gerade angerufen, sie wollen den Preis vergeben. Jagen die Van Helsings neuerdings auch Werwölfe? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Zurück zum Thema. Dieser südliche Werwolf, ja? Boah, ich bin gerade echt froh, dass ich die 18 Euro dafür nicht ausgegeben habe. Wir können das irgendwann mal spielen, wenn ich das mal für ein Apfel und ein Ei in irgendeinem Bundle bekommen habe. Dann spielen wir das mal von Anfang bis Ende. Aber jetzt gerade... Es kann nicht mit dem guten alten Coffee Talk mithalten. Coffee Talk hatte teilweise auch cheesy Dialoge, aber nicht so schlimm. Alles klar. Irgendwelche Hinweise, die anderen Abenteuern helfen können? Du musst dich für nichts entschuldigen. Wir haben ja trotzdem Spaß. Ich meine, man kann auch mit schlecht geschriebenen Urukai 69 war der Hammer. Und man kann ja auch mit schlecht geschriebenen Dialogen. Wir haben gerade Spaß. Also ich habe Spaß. Habt ihr Spaß? Alles klar. Irgendwelche Hinweise, die anderen Abenteuern helfen könnten? Hol's Stöckchen. Wie bitte? Wenn es gefährlich wird, dann sollten Sie es mit Stöckchen holen probieren. Und das funktioniert. Das klappt bei den meisten Hunden, glaub mir. Gut zu wissen. Danke, Kerlin. Entweder Kerlin, Ker oder Lin. So schwer ist das doch nicht. Jetzt mach den Mund zu, die Milchzähne werden sauer. Alles klar, Lin. Alles klar. Hast du auch einen Namen? Gastwirt reicht im Moment. Da finde ich das bei Gothic viel besser geregelt. Mein Name ist... Interessiert keinen, wie du heißt. Ah, die Unnahbarmasche. Verstehe. Also, Wirt. Bevor ich mich auf den Weg mache, hast du was zu trinken für mich? Aber natürlich, was darf es denn sein? Ich möchte etwas Kräftiges. Etwas mit einer Menge Stärke. Und wag es ja nicht, mir irgendeine verbesserte Brühe zu geben. Okay, irgendwas mit einer Menge Stärke. Bestellung.
Tropenpunch. Der Tropenpunch ist die perfekte Mischung aus Angriff und Verteidigung. Dominiert von dem pikanten Ignis-Aroma. Wird entweder glühend heiß oder eiskalt serviert, je nach Bedarf. Pff, sie wollte eigentlich nur Stärke, dann gebe ich ihr nur Stärke. Bitteschön. Bitteschön, 500 Milliliter Stärketrank. Das ist nicht der richtige Drink. Ich brauche etwas Passendes. Okay, hier, wirst du mal ein bisschen stärker. Tut dir gut. Ein Drink. Ganz ohne Wasser. Wie gewünscht. Nicht schlecht. Genau, was ich brauchen tu. Danke. Wohin zieht es dich denn als nächstes? Gen Norden. Durch den Aschenhain. Es gibt da etwas, das ich erledigen muss. Was denn? Privatsache. Ach. Darf ich fragen, worum es geht in deiner Privatsache? Nein. Aber du wirst mich nerven, bis ich es ausspucke, oder? Jupp. Meine Cousine behauptet, dass ihre Ernte von untoten Schnecken gestohlen wird. Ich glaube ja, sie halluziniert. Aber ich habe auch gehört, dass es im Norden einen Zuwachs an untoter Aktivität geben soll, also... Da kann ich mir das auch gleich ansehen. Und sicherstellen, dass sie nicht selbst zu einer untoten Schnecke geworden ist? So in der Art. Schon seltsam, oder? Tote wiedererwecken, meine ich. Es ist unkonventionell. So kann man es auch ausdrücken. Ich glaube ja, dass es nichts bringt, die Vergangenheit auszugraben. Das öffnet nur alte Wunden. Oder frisst dein Hirn. Die Vergangenheit jagt diejenigen, die ihr lauschen. Da hat jemand einen Glückskeks verspeist. Kannst du wie eine normale Person sprechen? Philosophie ist nicht gerade meine Stärke. Untote Schnecken, die sind ja bestimmt sehr, sehr langsam. Zombies sind ja schon nicht schnell. Du hast damit angefangen. Und ich beende das jetzt auch. Na gut, wie du meinst. Wenn du mehr Gerüchte hörst oder Hilfe brauchst, komm gern wieder. Ich bin eher ein einsamer Wolf. Gruppen sind nichts für mich. Aber wenn es Arbeit gibt, dann komme ich wieder. Ich kann warten. Wo wir gerade dabei sind. Du weißt, wie man aus Gerüchten Questen macht, oder? Sie sollen schließlich nicht verloren gehen. Wo du es sagst, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, Tutorial. Na gut, ein paar Minuten kann ich erübrigen. Zeig mal, wie du alles verwaltest. Hier sammle ich alle Gerüchte, die ich gehört habe. Ich schreibe sie auch in mein Notizbuch, damit ich sie nicht vergesse. Clever! Als nächstes solltest du alle Teile zusammenfügen, die zusammengehören. Zieh sie einfach rüber und stell sicher, dass sie zur gleichen Quest gehören. Ansonsten verwirrst du deine Kunden nur. Wenn du fertig bist, dann wähl deine Schreibfeder aus und die Quest wird niedergeschrieben. Verstanden? Verstanden, okay. Danke für deine Tipps, Lynn. Schreib's mir auf die Rechnung, okay. Wir schreiben nichts auf. Rechnung. Dir auch eine gute Nacht. Alles klar, machen wir uns daran, die Queste zusammenzusetzen.
ein Werwolf auf Abwägen. Eine schweigsame Vukakin berichtete, dass ein Werwolf von Tregaren nach Erove zieht. Eine Gefahr für Schafe und Dorfbewohner gleichermaßen. Anscheinend lieben Werwölfe Stöckchen holen. Bist du tapfer genug, um diese Queste anzunehmen und Targaryen vor Unbill durch Werwölfe zu schützen? Soll wahrscheinlich Unheil heißen. Okay. Akt 1. Ein besonderes Gasthaus. 2. Präludium der Tapferkeit. 58. Erwachen. Tagbeginn. Quest vergeben. Was hast du denn da, Fable? Ich hab das hier am schwarzen Brett gesehen. Da steht, dass ein Werwolf Targaryen beimsucht. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hast du schon jemand dorthin geschickt? Vielleicht diesen Kapuzenträger von gestern? Bisher nicht. Was für eine Art von Helden suchst du? Eine Person, die gut mit schwierigem Gelände zurechtkommt. Vielleicht sogar in Wäldern. Idealerweise auch gut mit dem Bogen. Eine Person, die mir sagt, dass sie diese Queste annimmt. Ich bin gut mit dem Bogen. Ja, Fable? Und ich kenne mich gut in Wäldern aus. Ich weiß. Und? Ich glaube, ich möchte diese Queste vielleicht haben. Vielleicht? Nein, nicht nur vielleicht. Seitdem du mir gestern gesagt hast, dass ich meinem Herzen folgen soll, kann ich an nichts anderes mehr denken. Oh, Karotte. Rip Fable. Und als ich dann in deine Taverne komme und diese Queste sehe, denke ich mir nur, hey, ein Start ins Abenteuer. Nah im Wald. Du kennst dich mit Wäldern aus. Du lebst in einem Wald. Und Werwölfe sind doch im Grunde nichts anderes als Wölfe. Nur mit einem epischen Level. Und naja, als Level 1 Charakter sollte man immer in hochstufige Instanzen gehen. Das hat mein Papi mir so beigebracht, bevor er auf unheimliche Art und Weise von einem Demogorgon verschluckt wurde. Nur etwas gruseliger, weil sie auch Menschen sind. Aber mit Menschen hast du doch auch schon geredet. Und du hast zu deinem letzten Geburtstag silberne Pfeile geschenkt bekommen. Und jetzt vergammeln sie nur bei dir zu Hause rum. Und? Ich dachte, ich könnte fragen, ob jemand die Queste schon angenommen hat. Und dann? So weit habe ich nicht gedacht. Verstehe. Oder besser. Ich trinke mal einen Schluck. Oder besser gesagt, habe ich das schon. Aber dann habe ich gedacht, was, wenn ich die Queste annehme? Dann müsste ich sie ja auch annehmen. Und dann müsste ich gegen den Werwolf kämpfen. Oder schlimmer noch, ich müsste mit ihm reden. Was? Wenn er mich nicht mag und wenn ich dann versuche, ihn mit einem Silberpfeil abzuschießen und stattdessen einen Baum treffe, und dann wäre der Baum bestimmt böse auf mich. Die stirbt doch schon, wenn die Taverne verlässt.
Also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass ich Pupotentakel hier noch besser mit dem Werwolf auseinandersetzen könnte. Fable ist die Van Helsing für Arme. Nicht, dass ich mir darüber Sorgen machen müsste, denn ich wäre dann tot, also wegen des Werwolfs. Du eskalierst gerade ganz schön. Also vielleicht sollte ich die Quest zurückhängen. Fable? Ja? Willst du, dass ich dir sage, du sollst diese Quest annehmen? Vielleicht. Ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. Ich aber auch nicht. Ich heul schon wieder. Immer wenn ich eine schwere Entscheidung treffen muss, ist es, als würde ich einfrieren. Dann geht meine SPS runter in den einstelligen Bereich. Und ich kann mich nicht bewegen, bis jemand die Entscheidung für mich trifft. Wie ein Schleim. Genau, ein gefrorener Schleim. Ein bewegungsunfähiger, gefrorener Schleim. Das ist eine total logische und gar nicht sonderbare Analogie. Ich kenne Schleime mit mehr Rückgrat als du. Du hast Schleime getroffen? Meine Taverne steht jedem offen. Schade, dass man nicht... es gibt so viele schlechte Romane, aber die meisten wirklich schlechten Romane, die sind... Ich hätte jetzt gerade total Bock, euch sowas wie 50 Shades oder so vorzulesen oder Twilight. Aber dann werde ich direkt abgemahnt. Stellt euch mal vor, mit dieser wunderschönen Stimme lese ich euch 50 Shades of Grey vor. Oder Twilight. Das Spiel disst ihr auch, so schlimm sind wir also nicht. Oh, stimmt. Was trinken Schleime? Wasser. Noch mehr Schleim. Knochen. Du verkaufst Knochen? Nur an Schleime. Oh, wahrscheinlich kannst du noch bald meine Knochen verkaufen. Du musst die dann nur vom Waldboden auflesen. Ich glaube, es wäre schwierig, dem Werwolf deine Knochen abzuschwatzen. Warum bist du so nervös, Fable? Ganz allgemein. Ich glaube, die Antwort darauf würde länger dauern, als ich heute geöffnet habe. Und was die Quest angeht. Mir scheint, dass du sie annehmen möchtest, aber versuchst, dich selber davon abzuhalten. Also, naja, ich möchte sie ja schon annehmen. Werwölfe sind sicherlich nicht die besten Musen. Aber es wäre ein guter Anfang für ein Lied, oder? Komm, schließ die Augen, glaube mir, wir werden fliegen übers Meer. Ich bin nach deiner Liebe so krank, die sich an meinem Blut betrank. Ein Präludium für ein Epos. Fable, Beschützer der Wälder, der Welt, der Würmer. Der Würmer? Ich finde, dass sie aussehen, als könnten sie Schutz gebrauchen. So kleine, verkümmerte Würmer. Du weißt schon, so alles unter 20 Zentimeter. Aber immer wenn ich darüber nachdenke, auf Abenteuerreise zu gehen, und dann dabei ankomme, was alles passieren könnte, dann fange ich an zu zittern und mir wird schlecht und ich muss reiern, ganz viel reiern. Lässt dich irgendwas glauben, dass du scheitern könntest? Also außer der hochlevelige, total gefährliche Werwolf, der eigentlich eher was für einen professionellen Hexer ist, sowas wie Geralt von Riva und nicht für eine neurotische kleine Waldläuferin, die 5-mal in der Minute heult. Außer dem blutdürstigen Werwolf, meinst du? Wir wissen nicht, wonach es ihm dürstet. Vielleicht ja Orangensaft.
Vielleicht. Aber Helden haben Geschichten, nicht wahr? Große Taten, auf die sie zurückblicken können, die ihre Tapferkeit beweisen. Inspirierende Abenteuer. Abenteuer, die daran erinnern, dass die Sonne immer wieder aufgeht. Bei mir ist das das Gegenteil. Ich habe große Versagen und hemmende Missgeschicke. Wird die Mari-Morgen-Sache. Oder mein erstes Zusammentreffen mit der Amaranthenen-Hydra. Oder der Geschichte, wegen der sich niemand mit mir treffen möchte. Warum will sich denn niemand mit dir treffen? Weil ich ein Pechvogel bin. Deswegen will ich jetzt auch gegen einen Werwolf kämpfen. Alter Falter. Das Pech verfolgt mich. Und immer wenn etwas Gutes passieren sollte, naja, dann vermassel ich es. Schniff. Egal wie einfach es ist, nichts ist so einfach, dass ich es nicht vermasseln könnte. Der Soundtrack ist schön, das muss man sagen. Der Soundtrack ist echt schön. Stell dir vor, es gäbe einen einzigen unsauber eingeschlagenen Nagel im ganzen Königreich. Alle würden problemlos daran vorbeigehen. Außer mir. Ich würde daran hängen bleiben und meinen Mantel zerreißen. Ist dir das denn schon mal passiert? Einmal? Ach, ich wünschte, es wäre nur einmal passiert. Mein ganzes Leben folgt dem Pfad mit der maximalen Peinlichkeit. Oder Gefahr. Oder der peinlichsten Gefahr. Der Fluch des Pechs ist mir stets auf den Fersen. Wie ein Begleiter, der insgeheim versucht, dich umzubringen. Niemand will mit jemandem Zeit verbringen, der das Pech magisch anzieht. Du bist zu streng zu dir selbst, Fable. Bin ich das? Letzte Woche wollte ich ein paar Blumen pflücken. Die Osterglöckchen stehen gerade in voller Blüte. Und man kann wunderschöne Straßen aus Sträuß aus ihnen binden. Ach, und das letztes Jahr, da habe ich einen jungen Centurio getroffen. Er hat mir die Sterne vom Himmel versprochen und so viel Geld, wie ich nur essen konnte. Und dann ist er einfach abgehauen. Oder Haarschmuck daraus machen. Mit einem Osterglöckchen im Haar fühle ich mich immer viel, viel ruhiger. Aber bei meinem Glück habe ich die Osterglöckchen mit ihren bösen Zwillingsschwestern verwechselt, der weinenden Amaryllis. Rate mal, was ich danach den ganzen Tag getan habe. Geweint? Wie ein Baby, den ganzen Tag. Als ich sie pflückte, wirbelten ihre Sporen auf und ich fing an zu weinen. Die Trauer der ganzen Welt wusch über mich hinweg. Mein Herz brach in tausend Stücke. Das tut mir leid. Klingt ja fürchterlich, Fable. Das war es auch. Während ich die ganze Zeit weinte und schniefte, konnte ich eine Tinktur aus Bärenklau herstellen. Aber dann war es kein Bärenklau. Das machte den Schmerz zwar erträglicher, aber ich habe bis zum Morgengrauen geheult. Ich bin so ein Depp und nicht Johnny Depp. Was ist die Mary Morgan Sache? Ja, also die Mary Morgan Sache. Hast du nicht davon gehört? Gaia sei Dank. Das heißt, es hat sich noch nicht herumgesprochen. Darum erzähle ich es dir jetzt, damit du es allen erzählen kannst. Jeden, wirklich jeden. Denn man hat sich das noch nicht herumgesprochen. Und sowas muss ich doch herumsprechen. Weil das peinlich ist. Und dann peinliche Sachen allen erzählt. So wie ich dir gerade alles peinlich erzähle, obwohl du gerade überhaupt kein Interesse daran hast und du eigentlich schwer beschäftigt aussiehst. Ich meine, du musst nicht glauben, dass ich nicht bemerke, dass du die ganze Zeit in deinen Lernbraueimer und in dein Alchemistenbuch starrst und mir und Blickkontakt mit mir vermeidest. Nee, brauchst nicht denken, dass ich nicht merke, dass ich dir unangenehm bin. Und du lieber ganz woanders wärst. Nee, das merke ich alles. Aber zurück zur eigentlichen Sache. Es war mein erstes Abenteuer. Endlich eine Chance, dem ewig gleichen Trott zu entkommen. Und was ist passiert?
Eine Abenteurergruppe kam auf ihren Reisen durch den Aschenhain. Wegen der Waldgeister kann es da nachts ziemlich neblig werden. Und dieser Nebel ist außerdem äußerst gefährlich, wenn man sich mit den Geistern auskennt, wenn man sich nicht mit den Geistern auskennt, die in ihm leben. Also hatten sie nach jemand Ortskundigen gesucht, um einen Händler aus Tregarin. Und ein Händler aus Tregarin hat mich empfohlen. Natürlich habe ich zugesagt. Mein erstes Abenteuer. Hurra! Doch all die Toten. So viele Tote. Entschuldigung. Ich war so aufgeregt, aber auch nervös. Und natürlich musste es schief gehen. Meine Nerven sind mit mir durchgegangen, glaube ich. Warum warst du denn so nervös? Neue Leute und der erprobte Abenteurer gleich dazu. Einer stärker als der andere, gekleidet in strahlende Rüstung und bewaffnet bis an die Zähne. A knight in shining armor never had his blade really tested. Ich wollte einen guten Eindruck hinterlassen, aber da machte mir das Pech einen Strich durch die Rechnung und nun sind sie alle tot. Was ist passiert? Sie... Ich konnte ihre verachtenden Blicke im Nacken spüren, als ich sie durch den Wald leitete. Also, ich weiß nicht, ob sie wirklich, naja, verächtlich geblickt haben. Aber die haben auf jeden Fall voll tot geguckt. Entschuldigung. Aber die Angst hat mich übermannt und ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich hatte einen Blackout. Ich habe mich noch nie vorher in dem Wald verlaufen. Ich meine, ich bin Waldläufer, aber da konnte ich kaum was sehen. Das Blut stieg mir in die Ohren und mir wurde schlecht. Und dann habe ich sie vollgereiert. Da habe ich einen dummen Fehler gemacht und sie auf einen Weg geführt, der niemals hätte beschritten werden sollen. Zur Bank des Schauderweihers, da wo die Mari Morgan lebt. Du kennst die Mari Morgan, oder? Der rachsüchtige Geist, der Männer ertränkt. Ich meine, nicht, dass sie alle ertränkt wurden. Nee, die sind nur alle etwas unlebendig. Genau, unlebendig. Haha. Obwohl ich nicht glaube, dass sie bei den Geschlechtern wählerisch ist. Und ich war so dumm, diese Gruppe genau in ihre Arme zu führen. Ich bekam es mit der Angst zu tun und dann, naja, mussten sie mich retten. Sie kämpften gegen die Mary Morgan und wir konnten fliehen, als es dämmerte. Und sich der Nebel lichtete. Ich konnte sie den Rest der Reise nicht einmal ansehen. Und ich habe mich still von ihnen verabschiedet, als wir das andere Ende des Aschenhains erreichten. Ja. Ich konnte nicht einmal sprechen, so peinlich war mir das Ganze. Sie lachen sich bestimmt bis heute tot über mich. Weil, weißt du, die sind alle voll tot und so. Ach ja, wie kann ich mich je wieder in der Abenteurerwelt blicken lassen? Also, um ehrlich zu sein, hätte es aber auch schlimmer ausgehen können. Ich hätte sie zu der Wyvern-Chimäre führen können, die im Mangrovenmorast haust. Angeblich sind Abenteurer ihre Lieblingsspeise. Meine nicht, weil ich bin Veganerin, aber wenn ich Fleisch essen würde, dann bestimmt nicht von Abenteurern. Abenteurer? Oh, nee. Weißt du, was die alles in sich reinstopfen? Das ist nicht gesund. Und ja, und man sagt ja auch immer, du bist, was du isst. Also wenn ich so ein Abenteurer esse, ja, dann esse ich ja auch alles Mögliche an Schrott. Und die ganzen Geschmacksverstärker und Schwermetalle, die sind bis oben hin voll mit Schwermetallen. Die holen die direkt aus dem Boden, wie Salat. Aber das hast du nicht. Nein, das habe ich nicht. Und dein erstes Zusammentreffen mit der Hydra? Ach so, mein erstes Zusammentreffen mit der Hydra. Also das war so, ich hatte ein Tinder-Date mit Captain America, aber dann war das nur irgend so ein komischer Typ von Hydra. Also, ein Tag, nachdem sie aufgetaucht ist, um das Portal in die Traumlande von Avalon zu bewachen. Naja, da wollte ich ein guter Nachbar sein und hab mir ein paar selbstgebackene Kekse vorbeigebracht.
Oh Gott. Das Coole ist, die Originaldialoge sind ja noch fast schlechter als meine schlechten Witze. Da kann man fast, da will man fast die kleinste Violine der Welt rausholen. Vielleicht kann sie den Werwolf in Tränen ertränken. Zugegeben, ich habe sie ein klein wenig anbrennen lassen. Aber ich dachte, naja, sie hat eher einen Feueratem, also macht ihr das bestimmt nichts aus. Und so gehe ich auf die Amaranthene-Hydra zu. Und ich habe diesen ganzen Konversationsaufhänger im Kopf, wie ich mich darauf freue, sie kennenzulernen. Und dass ihre Schuppenfarbe so gut zu meinem Hut passt. Aber sie war so groß und einschüchternd, dass mir die Worte im Hals stecken geblieben sind. Was stimmt mit der Frau nicht? Also habe ich einfach nur die Kekse hingelegt und verlegen gegrinst. Und sie sah zu meinen Keksen und dann zu mir und sagte: Bei den Sternenflüssen. Dort steht ein Mann, der des Firmamentes Geschichte lesen kann. Manches ist ewig gleich, es wächst sich nie aus. Manches wankelmütig wie des Leviathanes See. Die Chimäre hasst die Maus, die Hydra liebt den Tee. Und ich dachte bei mir nur so: Wow, die Amaranthene Hydra hat mir ein Rätsel aufgegeben. Voll nett! Und das nur für ein paar angebrannte Kekse. Eine Queste. So beginnt also mein erstes Abenteuer. Aber ich fand die Antwort nicht und ging. Und ich habe 3 Tage lang gesucht, das Rätsel zu lösen. Auch über mein iPhone habe ich keine Antwort gefunden. Ich habe mich viel zu sehr geschämt, ihr wieder unter die Augen zu treten, weil sie dann ja wüsste, dass ich ihrer Weisheit nicht würdig war. Aber dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, rannte zu ihr, entschuldigte mich und bat um eine Antwort. Es stellte sich heraus, das ist einfach, wie sie reden tut. Sie wollte Tee. Hast du ihr welchen gemacht? Ja. Dann hast du ihre Queste doch erfüllt. Mit 3 Tagen Verspätung. Wenn sie einen Gegengriff gebraucht hätte... Wenn sie einen Gegengriff gebraucht hätte, wäre sie gestorben. Sätze mit hätte sind so nützlich wie ein Gegengift, wenn du nicht vergiftet bist. Ah, Tee. Oh, ich habe auch Tee. Sie ändern nichts an deiner Lage. Abenteuer sind keine einfachen kleinen Geschichten ohne Probleme. Deine Fehler sind Teil deiner Geschichte, Fable. Egal, wie sehr du dich ihrer schämst. Aber wenn ich die Anzahl deiner Fehler sehe, Fable, denke ich, du solltest dich eher umbenennen in Cyberpunk 2077. Lern aus ihnen und mach es beim nächsten Mal besser. So wie die ganzen Patches für Cyberpunk 2077. Aber wie stelle ich das an? Ich weiß es nicht. Das musst du selbst herausfinden. Ich hoffe, dass ich das kann. Ich glaube, dein größtes Problem ist deine eigene Unsicherheit. Wie könnte ich denn nicht unsicher sein? Alles, was ich anfange, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist nicht wahr und das weißt du auch. Stimmt, ich bin gut im Gärtnern. Alles, was ich anpflanze, pflege, wächst und wächst, aber ich habe das Gefühl, immer kleiner zu werden. Außer Zucchinis. Ich krieg den Dreh bei denen einfach nicht raus. Sag mal, hat das ChatGPT geschrieben? Also du willst sagen, dass ich eine Zucchini bin? Und dass ich so unsicher bin, weil ich nicht weiß, was ich alles kann? Du musst herausfinden, was du kannst. Bei einem Abenteuer. Zum Beispiel.
Glaubst du nicht, dass ich etwas unterlevelt dafür bin? Und glaubst du, das wird sich ändern, indem du hier herumsitzt? Genau, unterlevelt. Du bist schon ziemlich low-level, aber so ein Werwolf, der hat auch echt viele Erfahrungspunkte. Machtet. Ich schätze nicht. Irgendjemand muss diesen Leuten doch helfen, oder? Was, wenn ich es nicht tue und auch sonst niemand ihnen zu Hilfe kommt? Was, wenn ich die einzige Hoffnung bin, die sie haben? Oh, die haben Leute. Aber was, wenn nicht? Was, wenn jemand anderes besser geeignet ist? Das Beste, was du tun kannst, ist ihnen zu helfen. Und was, wenn noch ein anderer Abenteurer auftaucht? Wenn diese Person die Lage verbessert, ist das doch gut, oder? Vier Hände sind besser als zwei. Und wer weiß, vielleicht gründet ihr sogar eine Gruppe. Oh. Und außerdem, wenn die Leute einen perfekten Helden wollen, dann können sie lange warten. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Vielleicht sollte ich nicht aufgeben, bevor ich es überhaupt versucht habe. Ich kann immerhin sehr schnell rennen. Also wenn alles schief geht, kann ich immer noch weglaufen. Das ist die richtige Einstellung. Okay, ich, Fable, großartiger Gärtner und, baldige Heldin. Und Nymphenfreund, werde diese Quest annehmen und die Dorfbewohner retten. Und ich werde siegreich sein. War das gut? Ja, gut gemacht. Ich lasse diese Quest in deinen fähigen Händen, mutiger Abenteurer. Wie wäre es mit einem Drink, um dir auf deiner Reise zu helfen? Ja. Hast du etwas, was mich flinker und leise macht, damit der Werwolf mich nicht kommen hört? Etwas mit viel Geschick. Etwas mit viel Geschick. Wenn es zum Kampf kommt, möchte ich einen Überraschungsvorteil haben. Also du weißt schon, am besten einen Initiative-Bonus. Oder vielleicht etwas, was mich diplomatischer macht. Vielleicht ist dieser Werwolf in Wahrheit ja ein hungriger Lykan, der einfach nur ein wenig Aufmunterung und eine Umarmung braucht. Vielleicht könnten wir ja sogar Freunde werden. Aber dafür bräuchte ich dann eine Menge Charisma. Das überlasse ich dir also. Mach mir einfach irgendwas zu trinken. Aber bitte servier mir nicht einfach irgendwas. Bleib bei den Attributen, um die ich gebeten habe. Denk daran, dass deine Wahl mein Schicksal beeinflusst. Du könntest mein ganzes Abenteuer durch deine Wahl umschreiben. Aber ich bin sicher, dass du das schon weißt. Tut mir leid, dass ich mich einmischen wollte. Okay, was geben wir der mal? Also doch wieder den schnellen Schluck, oder wie? Das hier sollte helfen. Oh, das schmeckt gut. So lebhaft. Fast wie das Getränk, das ich jeden Tag trinke, wenn ich hierher komme. Fühlst du dich schon mutiger? Nein, noch nicht. Aber ich fühle mich schneller, agiler, besser mit dem Bogen. Als könnten meine Pfeile das Herz eines jeden Werwolfs treffen. Ich bin sicher, die Tapferkeit folgt noch.
Das wird es, keine Sorge. Danke, dieser Drink hat mir Mut gemacht und Herzflattern. Das ist deine Nervosität, denke ich. Möglich. Du schaffst das, Fable. Ich hoffe es. Glaub an dich. Okay, ich schaffe das. Viel besser. Da fällt mir ein, ich habe darüber nachgedacht, wie sehr du mir gestern geholfen hast. Und wie ich dir danken könnte, wenn ich jemals den Mut aufbringe, eine Quest anzunehmen, also... Also? Habe ich dir ein paar Phönix-Chilis aus meinem Garten mitgebracht. Ich dachte, sie würden dir sicher gefallen. Sie haben inhärente magische Eigenschaften. Wenn man sie in gute Erde einpflanzt, können sie sogar feuerresistent werden. Und ihr Verzehr kann das an uns Normalsterbliche weitergeben? Genau. Ich dachte, sie würden vielleicht gut zu deinen Drinks passen. Das werden sie. Danke, Fable. Das ist ein wirklich tolles Geschenk. Ich kriege die Tage noch eine Lieferung an Infusionen. Dann sehe ich mir das alles zusammen an. Natürlich. Freut mich, dass sie dir gefallen. Vielleicht bestelle ich nächstes Mal einen Drink, in dem sie vorkommen. Aber zuerst muss ich meine Quest abschließen. Auf ins Abenteuer! Bis zu meiner heldenhaften Rückkehr! Wie es Fable wohl geht? Vielleicht bringt Xier mir einige neue Zutaten mit. Obwohl, vermutlich eher nicht. Ich hoffe, die Lieferung ist bald da. End of Demo. Jo, ne? Ja. Das war doch mal eine interessante Erfahrung. Deinstallieren. Wow. Boah. Das war echt richtig, richtig schlecht geschrieben. War schon lustig, dank dir. Dankeschön, Dankeschön. Okay, was machen wir jetzt?